So. Ah, hallo, Freunde der Nacht. Wo nehme ich eigentlich die Pistole? Warum? Ich möchte gerne rein. Genau. Ihr Wichser! Ist eine Granate? Hat er gerade eine Granate geworfen? Nein, ich täusche mich nur. Treffen bitte. Boah, ich hasse dieses Gewehr. Es ist so am Streuen. Boah. Okay. Es ist so schwach. Okay. Das war doch mal lecker. Nein. Hoch, ich weiß nicht. Na ja, komm. Okay, da hat mir irgendjemand Ami-Schwein gerufen. Da! Sehr gut. Okay, ich gucke gerade, ob man irgendwo nach links und nach rechts kann. Ja. Okay. Ein bisschen Massaker getrieben ist auch was Schönes. Jetzt geradeaus oder? Ich gehe erstmal nach rechts hier. Kackoffizier. So. Hallo. Wieso, ey, ich hasse dieses Gewehr. Es ist so unglaublich schwach. Okay. Oh, ganz viel Energie. Schön. Stielhandgranate, Stick Grenade. Liebevoll Kartoffelstampfer genannt. Oh, jetzt kann ich weitergehen. Schön. Ich freue mich. Uiuiui, okay. Ich habe gerade Wehrmaschinengewehr angebracht. Oh, was war das? Voll abspacken hier. Der lebt ja immer noch. Okay, irgendwie ist es hier gerade doch ein bisschen am Lecken. Nein, nein. Verdammte. Komm schon. Gut. Da ist sie. Schieß. Schieß. Dann nicht. Das wollte ich mal demonstrieren und er tut's nicht. Okay. Eins, zwei. Hallo. Stimmt, einer hat nur überlebt, glaube ich. Okay, vier Stück muss ich anbringen. Drei. Und, energiemäßig sieht es nicht so toll aus. Ja. Wo muss ich jetzt gleich überhaupt lang? Da garantiert nicht. Was? Hä? Was ist jetzt passiert? Da ist gerade eh was explodiert. Oder hast du geschossen? Mach das nicht normal. Okay. Hilfe. Hilfe. Okay, Greta ist kaputt. Sieht zwar nicht so aus, aber ist sie. Drei Sterne? Jetzt ist erstmal die Mission zu Ende und es kommt, glaube ich, erstmal eine Sequenz. Oder? Jo. Delivering explosive ordnance onto an enemy target has always been a major element of modern warfare. Artillery, tanks and bombers evolved into lethal extensions of the mighty German war machine. Goering's Luftwaffe, working in tandem with the Wehrmacht's mighty siege guns, smashed across Europe, the Channel, and Britain herself. But tanks could be stopped, rail guns could be destroyed, and aeroplanes could be shot from the sky. Yay! Wir haben nur die zweite Medaille bekommen. War ist doch jetzt die zweite, oder? Ja, auf jeden Fall und einen geheimen Code discovered. Können wir eigentlich auch mal gucken, was für Dinger das sind, was für Codes und so. Ich weiß nämlich selbst nicht. Also meistens irgendwie so ein Kack, so große Köpfe. Da gibt es aber extrem geile Sachen, zum Beispiel vierfache Schussfrequenz. Also wir können viermal so schnell schießen wie sonst. Also unendlich Munition, unendlich Energie und so ein Gedöns. Jo, das übliche halt. Saving game, do not remove memory card. Wunderbar. Okay.
Ja, machen wir einfach mal direkt. Ne, wir gucken jetzt erstmal, was die Codes für Codes sind. Wie mache ich das? Da denke ich mal nicht. Nö. Scuttle das U-Boot 4901. Ich weiß jetzt gerade leider nicht wo. Vielleicht da. Credits. Ahaha. Und zwar haben wir jetzt den Nifty Multiplayer Power-Ups und den American Movie Mode. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal googeln. Vielleicht werde ich es nachher tun, aber ich werde es garantiert vergessen haben. Welcome back, Lieutenant. Unfortunately, you won't have much time to rest before you head out on your new mission. This time, your destination is inside Germany. We're sending you to the Dachsmark submarine facility in Bremen, where they're building a new U-boat prototype that dwarfs anything we've seen before. Your job is to prevent this monstrosity from ever training its periscope on an Allied ship. Destroy it any way you can. We've arranged for your transport to Dachsmark aboard a merchant marine freighter. You'll be going undercover again, this time as a Kriegsmarine officer. Now let me be clear, Patterson. There's no room for error. The timetable is extremely tight. Intelligence reports the sub will be launching for sea trials within the week. Get there as quickly as you can. Jo, wir sind in Deutschland in Bremen und müssen das U-Boot kaputt machen. Das ist die Kurzversion gewesen. Gute Arbeit mit Greta. Ich hoffe, diese neue Mission wird genauso gut ablaufen. Du wirst zu Deutschland auf den Frachter Wolfram geschickt, heute Nacht um 19.30 Uhr. Diesmal bist du undercover als ein Offizier der Kriegsmarine. Während die normalen Männer nur die Uniform sehen werden und salutieren werden, kennen sich die Offiziere untereinander. Also sei vorsichtig, wenn du versuchst, die zu passieren. Wo? Okay. Entspann dich auf dem Weg zu Bremen. Es sollte circa 5 Tage dauern. Du hast viel zu tun. Du hast viel zu tun, wenn du den Hafen von Dachsmark erreichst. Die Wolfram ist eines der größten Schiffe in Deutschlands Marineflotte. Also sollten wir nicht die Gelegenheit verpassen, diese aus der zu zerstören, sagen wir mal so. Du musst schnell handeln, da sie nur ein paar Vorräte ablädt, bevor sie weiterfährt. Also nicht viel Zeit, auf gut Deutsch. Der beste Weg wird sein, die Motoren zu sabotieren. Colonel Hargrove hat mich mit einem Ingenieur kontaktiert in der amerikanischen Navy und er hat vorgeschlagen, dass der Drive-Shaft, keine Ahnung, was das heißt, zerstört werden soll mit etwas, mit etwas, was man an Bord schmuggeln kann. Wie zum Beispiel so ein Knochen, also hier dieses Werkzeug da, welche sie für Gewehrbatterien benutzen oder sowas in der Art. Was immer du findest, denk daran, den Action-Button zu betätigen. Und ja, wenn du dann halt was zerstören willst. Bon voyage. Ja, also wenn ich mal übergehe, jetzt kämpfen wir auch mal gegen die Marine. Schön. Ja, ist gerade übrigens Kuchen. Ja, Kuchenbröckel. Zum Frühstück, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ich will gar nicht undercover sein. Oh, direkt die Action. Okay, das läuft bisher eigentlich ganz rosig. Die Alarme kann ich übrigens auch kaputt schießen. Aber die brauchen irgendwie 3 Schuss oder so.
Sehr gut. Nein, der hat mich gesehen. Scheiße, der hat irgendwie Alarm ausgelöst. Ich hab Angst. Jetzt habe ich zwar einen neuen Ausweis, bringt mir zwar nicht viel, aber... Wo denn? Hallo? Ich höre doch die ganze Ego-Schüsse. Hm. Ah, da. Ah! Du bist tot. Danke. Ah, ich hab Maschinengewehr. Bitte, bitte, stirb doch einfach mal. Danke.